So, hallo zusammen und willkommen bei Timo Bubble. So, ich habe eben vergessen, auf den Knopf zu drücken. Habt ihr vergessen, wie ich hier aufgeräumt habe. Nicht schlimm, gell? Die Wespe ist wieder da. Das Mike-Chip war auch wieder da. Und ich habe gesagt, hier, das schieben wir mal ein bisschen weiter hier hin. So. Alles wieder gut, alles wieder sauber. So, sehr schön, gell? So, das Mike-Chip war eben da. Grüße gehen raus. Und wir haben, was haben wir getrunken? 3 Bier und 3 Schnaps. 2 Jägermeister und ein Pfeffi jeder. Also, nix Wildes, gell? So. Und, ja, da habe ich mir gedacht, warum nicht gleich nochmal Timo Bubble zu machen. Wisst ihr was? Ist das Bild so gut? Also, laut Handy da hinten sieht das richtig gut aus. Vielleicht wird es aber auch jetzt demnächst dunkel. Und dann müsst ihr Licht anmachen. Wir probieren es mal. Wir machen erstmal Licht an. So. Na, ist schon scheiße, oder? Wir lassen es erstmal aus. Ich finde, so geht's eigentlich noch, oder? So, was habe ich heute angedacht? Also erstmal vielen, vielen Dank, gell, dass ihr so zahlreich wieder kommentiert habt. Waren ja jetzt 8 Kommentare. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber jo, was nicht ist, ist nicht. Und da draußen an alle, ich lese bei Timo Bubble jeden Kommentar vor und antworte darauf. Und wenn ihr da Bock habt und irgendwelche Fragen oder Gott weiß was habt, dann immer her damit, gell? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt nächste Woche mit Arbeit aussieht, wie ich das mit Timo Bubble hinkriege, aber wir kriegen das immer irgendwie hin, gell? Und ja, auf jeden Fall, ich habe schon ordentlich Dampf und wir dampfen weiter. Machen wir Zigarette erstmal da rein, machen uns erst einmal ein Bierchen auf. So. Und Timo läppert, gell? So. Tada. Jo, Prost erst einmal. Guck mal, jetzt hole ich das gute Bier raus. So, herrlich. Mit was ich, also Themen direkt habe ich jetzt keine, bis auf eure Kommentare, aber ein Thema, das hat mich jetzt so ein bisschen mitgenommen, ich habe ein bisschen überlegt. So, und das ist Fuck the Mainstream. Ja, wie wird das mit Fuck the Mainstream weitergehen? Nein, keine Angst. Ich werde da nicht mit aufhören, gell? Ich habe aber tatsächlich habe ich mir ein paar Videos angeguckt im Laufe des 5-jährigen Jubiläums der fucking Freaks, ja, um da ein Video zusammenzuschnippeln, habe ich mir da tatsächlich ein paar Videos angeguckt, ob man da was Schönes hat für das Video und mir ist da tatsächlich aufgefallen bei ein paar Videos, dass die nicht gut sind. Meine ganzen Videos sind nicht gut, gell? sie sind in der Hinsicht nicht gut, weil ich einfach
Damals, als ich mit YouTube angefangen habe, kam ich ja erst wieder zum Underground, Amateur, Independent-Film, wie man es nennen möchte. Und habe viele, viele Filme doch ein bisschen zerrissen oder auch unnötig schlecht gemacht. Na, nicht schlecht gemacht, aber ich habe da schon so dies oder das bemängelt gehabt, dass man eigentlich nicht bemängeln sollte. Ja? Was zum Beispiel Effekte angeht, habe ich bei einigen Filmen schon ein bisschen was bemängelt. Und das sehe ich im Moment anders da. Und zwar ist es halt so, ich kam, früher habe ich schon ein paar Amateurfilmchen geguckt, bin dann aber eigentlich auf dem Mainstream-Zug aufgesprungen und habe dann erst später eben wieder das Amateurkino, den Amateurfilm für mich entdeckt und habe aber diese Filme so bewertet wie ein Mainstream-Titel und habe viele Filme zu Unrecht schlecht bewertet. Oder ich habe einiges Schlechtes gesagt, was so gar nicht ist. Gell? Denn wir sind hier bei Fuck the Mainstream und babbel zu viel. Und jeder weiß ja, um was es geht, ja, um den Amateurfilm. Und dass da natürlich die Effekte oder das Schauspiel nicht das Nonplusultra sind, das ist ja eigentlich klar. Ich habe Schauspieler, zu Schauspielern habe ich gesagt, das hätte man besser machen können, das sind keine guten Schauspieler und so weiter und so fort. Der Effekt ist nicht gut, der Effekt ist scheiße, der Effekt ist, ich weiß nicht, was ich alles schon gesagt habe. Und ich war jetzt kurz davor, alle Fuck the Mainstream Reviews zu löschen und das alles neu anzugehen. Denn mir ist nämlich selber aufgefallen, dass ich das Ganze doch ein bisschen falsch bewertet habe. Und das hat mich selber so ein bisschen angekotzt, so dass teilweise, was ich da gesagt habe oder so. Und das finde ich nicht gut, was ich damals losgelassen habe. Ja, natürlich, Recht hatte ich in dem Sinne, aber wenn man eben, es ist ein Unterschied zwischen Mainstream und Amateur, ja. Und im Amateurbereich sollte man doch vieles verzeihen können und verzeihen müssen und teilweise auch Sachen gar nicht ansprechen, weil es eben anders da gar nicht machbar ist. Und wie gesagt, ich war kurz davor, ein bisschen was zu löschen, habe mich aber dagegen entschieden. Ich lasse das alles online, will aber jetzt tatsächlich ein bisschen Neustart machen mit Fuck the Mainstream, was mir aber auch jetzt nicht wirklich gelungen ist. Ich mache einfach weiter, so wie es immer ist und versuche das aber, das Ganze ein bisschen anders da zu besprechen, zu kritisieren, wie auch immer, ja. Ja, in Zukunft werdet ihr die MUP-Reihe, ja, Maximum Uncut Production, ja, die Dark Frame
Collection. Die werde ich besprechen. Bin auch mittendrin. Was heißt mittendrin? Also ich habe jetzt angefangen und zwar mit der Knochenwald-Trilogie. Und ich weiß nicht, wann es kommt, denn ich habe jetzt für Teil 1 und Teil 2 die Clips abgedreht. Also es wird ein Video zu jeder Edition kommen. Bin aber nicht wirklich zufrieden. Dadurch, dass ich das jetzt alles ein bisschen neu drehen will, ein bisschen, aber irgendwie habe ich es dann doch gemacht, wie ich es immer mache. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal neu drehe oder ob ich so lasse. Ich weiß es nicht, gell? Einige sagen ja da draußen, hier Timo, du machst es super, es ist schön, so wie du es machst. Und danke dafür, gell? Aber irgendwie, wenn man selbst nicht so zufrieden ist und ich bin tatsächlich nicht 100% zufrieden, habe mir dann noch mal jetzt gerade bei den ersten zwei Teilen von der Knochenwald-Trilogie habe ich abgedreht, habe es mir mal angeguckt und habe mal so ein bisschen Gedanken mir drüber gemacht, aber irgendwie ja, aber irgendwie auch nee. Aber wenn ich dann überlege, boah, die musst du jetzt noch mal, aber du würdest dir eigentlich dasselbe sagen. Ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, aber bin ich der perfekte Reviewer, ja, oder Kritiker von Amateurfilmen? Nein, das bin ich nicht. Ja, alles andere als das. Also ich bin da kein Profi oder ich habe hier auch nicht alle Regisseure, Darsteller oder sonst was im Kopf, ja. Da gibt es weitaus Leute, die da besser Bescheid wissen und mehr Independent-Underground-Filmchen gucken als ich und da dann doch ein bisschen mehr Bescheid wissen als ich. Nichtsdestotrotz gucke ich die Filme gerne und mache da auch gerne Reviews dazu. Also, und das finde ich, ist ja der Hauptgrund, gell? Was Maiksche schreibt. Oh, mal gucken, was das Maiksche geschrieben hat, Klei. Ich werde da auf jeden Fall weitermachen, aber ich hoffe, dass ich so dieses Mittelding finde und da ordentlich weitermachen kann. Denn ich bin gerade so auf meinem Höhepunkt, was hier den Amateurfilm angeht. Ich habe sie immer gern geguckt, aber im Moment bin ich so wirklich so, ich gucke die im Moment doch schon sehr gerne, gell? So, jetzt wollen wir mal gucken, was es Maiksche geschrieben hat. Schreien die da herum. Wir gucken mal, was das Maiksche geschrieben hat. So. So. Hallo. So. Ach so, okay. Schreiben wir später, gell? Das Maiksche bringt mir morgen mal Bad Boys 3 und 4 vorbei. Okay. Ich bin jetzt nicht so, ihr wisst ja, ich bin nicht der große Action-Fan, deshalb habe ich mir auch Bad Boys 4 jetzt nicht vorbestellt. Dritte habe ich mal, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Mike hat mir den mal ausgeliehen gehabt. Ich habe den gar nicht mehr im Kopf. Ja, beste Bad Boys ist der erste, ganz klar. So, noch eine Zigarette. Wir lesen uns schon mal hier, gell? So,
ja, und das war so mein Anliegen, so ein bisschen, was Faxe Mainstream angeht. Ja, die Dark Frame Collection, die werde ich euch vorstellen. Mal gucken, wie es wird. Und auch mit Rankings geht weiter. Ihr werdet demnächst ein Ranking sehen zu Wrong Turn. Ja, die habe ich mir auf dem Weekend of Hell zugelegt. Und ich habe sie mir zugelegt. Und habe da tatsächlich ein Ranking erstellt als Erstsichtung. Ja, also den ersten kenne ich, den zweiten kenne ich gekürzt. Und der Rest habe ich nie gesehen und jetzt zum ersten Mal. Und so würde da mein Ranking aussehen. Und das wird demnächst kommen. Es ist abgedreht. Ich muss mal gucken, wie schnell ich das jetzt raushaue. Und ich habe tatsächlich noch zwei Ranking-Ideen, bei einem muss ich mir die Filme gar nicht mehr angucken. Die sind im Kopf drin und bei dem anderen müsste ich mir die Filme tatsächlich nochmal angucken, obwohl ich da eigentlich auch schon ein Ranking im Kopf hätte, aber sicherheitshalber guckt man sich die Filme nochmal an. Genau, und ja, wenn ihr noch Ideen hättet, was für Rankings ich noch machen soll, könnt ihr mir das mal gerne schreiben. Und allgemein Kommentare immer gerne unten in die Kommentarfunktion. Ja, so. Jetzt werden wir mal eure Kommentare suchen. So, öffnen wir das hier. Oh, der Shopping-Tour-Song vom Moviepicker ist online. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Ich habe ihn auch noch nicht gehört. Wo wollte ich denn jetzt hin? Machen schon mal ein Däumchen für den Shopping-Tour-Song. Ja, ihr kriegt den jetzt. Ich will da nur mal reinhören, was für ein Stil der gewählt hat. Also mein Handy hat nicht die beste Qualität hier, aber mein altes. Aber schön. Werde ich gleich mal reinhören. So, Timo babbelt hier. So. Eieieiei. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Mir selber einen Daumen zu geben. So, 8 Kommentare, vielen lieben Dank. Und ja, wollen wir auch gleich anfangen. Und zwar vom Kaiser. Gute Kai, na, wie geht's? Timo, Blackphone solltest du dir auf alle Fälle mal anschauen. Der ist wirklich einen Blick wert. Wenn es Kaiser sagt, guck da nein, sollte man da auch nein gucken. Ist, soweit ich weiß, nach einer Geschichte von einem Sohn Stephen Kings, der hatte übrigens gestern Geburtstag. Grüße an alle, es Kaiser, also gestern vor einer Woche. Jo, ich habe da echt keine Ahnung. Und ja, ich werde mir hier Black Phone mal anschaffen, gell? Und werde da mal einen Blick riskieren, aber wer weiß, ob mir das wirklich zusagt. Wisst ihr was? Ich muss jetzt leider das Licht anmachen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, hier bei mir ist es fast stockfinster. Auf dem Handy sieht es so lala aus. Ich mach mal das Licht an.
Da muss man sich erst mal dran gewöhnen hier. Auch wenn das warmes Licht ist, es brennt hier derbe. Uff. Aber ich hoffe, ihr seht das. Was haben wir denn? 19.23 Uhr. Darauf trinken wir ein. So. Jo, Kaiser, besorge ich mir. Guck ich mal rein. Auf jeden Fall. Danke für deinen Kommentar. Und du weißt, wieder kommentieren. Als nächstes Matthias. Gute Matthias. Gute Timo. In letzter Zeit haben wir ein paar YouTuber aus dem Filmebereich das Handtuch geworfen. Wie siehst du das? Ist das deiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass das Sammeln immer mehr abnimmt? Oder hat das andere Gründe? Selbst der Angler ist fleißig am Verkaufen seiner Filme, zumindest einen Teil davon. Beste Grüße, Matthias. So, Moment, ich muss ja hier mal. Skyje kriegt die Däumchen schon ein Herzchen. Und Matthias auch. So, Matthias. Das hat ganz andere Gründe. Und zwar, ein paar YouTuber haben das Handtuch geworfen. Ich weiß nicht, wen du damit meinst, denn ich habe nicht alle YouTuber auf dem Schirm, gell? Aber ich kann hier zum Beispiel der Angler. Ja, der hat sein Hauptaugenmerk eher jetzt eben auf die Masters-Figuren und es sind eben Filme, die er verkauft, wo er sagt, das gucke ich mir nie wieder an. Ja, und meine Meinung ist, man sollte auch nur das in der Sammlung haben, was man auch guckt. Ja, natürlich, ich selber habe auch einen Haufen Filme da, die werde ich mir wahrscheinlich nie wieder angucken, aber ich versuche ja jetzt schon im Voraus auszusortieren, was mir gefällt oder was nicht. Ja, also nicht alles, was ich mir kaufe, landet auch in meiner Sammlung. Ja, und hier, Dave's Movie Place hat aufgehört. Der kann ich euch aber versichern, der sammelt weiter. Ja, und der gibt auch nichts aus seiner Sammlung her. Hier ist, man kann eben auch nicht mehr so kreativ sein auf YouTube, wie man möchte. YouTube hat da klare Grenzen, so weit, aber nicht weiter. Ja, und ich würde so gerne so kreativ für euch sein, was auch beinhaltet, dass auch Musik, ja, mit eingeblendet wird und alles. Was YouTube, nee, und da spreche ich nicht davon, ach, Urheberrechtsverletzung, dann kann ich das Video nicht monetarisieren, da scheiße ich ja drauf, ja, aber ich habe auch Videos mit Trailern, da wo YouTube schon sagt, hart an der Grenze und, ich habe auch, wenn ihr zum Beispiel ein Video von mir seht, wo kein Trailer vorne dran ist, dann hat YouTube gesagt, das Video darfst du nicht veröffentlichen. Und dann musste ich es rausnehmen. Bestes Beispiel, da bin ich immer noch ein bisschen sauer auf YouTube, mein Alien vs. Predator Timeline Special, wo ich ja, viele Alien und Predator Clips drin hatte, aber alle ohne Ton. Ja, noch nicht mal mit, noch nicht mal ohne Ton wird das geduldet und dieses Video wurde gesperrt. Ja, ich habe da keine Strafe bekommen oder sonst was, aber es wurde gesperrt, es ist nicht mehr einsehbar.
Finde ich sehr schade, weil meiner Meinung nach eines meiner besten Videos. Und so macht es eben auch keinen Spaß, wenn man da immer drauf gucken muss, was darf man nicht. Ich verstehe es, aber das hat hier mit dem Sammeln an für sich weder beim Dave noch mit dem Patrick dazu zu tun, dass man da aufhört. Auch ich bin am Überlegen, ob ich hier mal aussortieren soll, meine Sammlung, weil es gibt wirklich Filme. Es gibt Leute, die stellen sich alles in die Sammlung, was sie kaufen. Ja? Jeder sammelt, wie er möchte. Ob viel, ob wenig. Jeder hat so sein Steckenpferd, möchte ich mal sagen, gell? Aber ich sag mal so, man muss sich nicht alles in die Sammlung stellen, nur weil man es gekauft hat. Man hat viele Fehlkäufe, ja, wo man dann sagt, oh, das war echt nicht gut. Dann wandert er eben nicht in die Sammlung. Dann kommt er wieder weg, ja. Man muss nicht alles sammeln. Und ich finde auch, man sollte nicht auf Masse sammeln. Ja, es häuft sich irgendwann an. Aber man sollte nicht auf Masse sammeln, sondern eher auf die Qualität. Ja, gute Filme, die man sich immer wieder gern anschaut. Sowas sollte man eigentlich sammeln und nicht irgendeinen Rotz. Ja, das ist meine Meinung. Ja, deshalb stellt euch nicht alles in die Sammlung. Wenn ihr Platz habt, ist es okay, gell? Aber es gibt einige, die haben keinen Platz und stellen sich trotzdem alles in die Sammlung. Oder ja, ich möchte jetzt kein schlecht reden oder sonst was, nee. Hier gehen aber viele Grüße raus an den Wutal Matti, ja. Da habe ich mich auch schon immer gefragt, ja, vielleicht schaust du zu, vielleicht kannst du mir das beantworten. Und zwar, unser Wutan Matti, der sagt immer in seinen Videos, oh, der Film reingetan, rausgetan, weggetan, ja. Und dann sagt er immer, er bleibt trotzdem in der Sammlung. Wo ich mir dann denke, warum? Und das wird, das ist jetzt das beste Beispiel, weil der Wutan Matti ist eben auch auf YouTube, gell? Aber so machen es einige, ja, die auch nicht auf YouTube sind, die sich eben den Film gekauft haben, aber trotzdem in die Sammlung stellen. Und ich persönlich frage mich, warum, wenn du den schon scheiße findest, ab damit, raus aus der Sammlung, weg damit, ja. Ich persönlich verstehe es nicht, gell. Vielleicht kann mir da einer auch sagen, irgendeiner da draußen, warum, ja. Vielleicht macht ihr das ja genauso, ja, stellt euch alles in die Sammlung, was ihr gekauft habt, habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit. Ich habe viele, viele Filme in den Kruschelkisten gekauft, die dann nur 1, 2, 3 Euro gekostet haben. Und da habe ich mir dann 10 Filme geholt, sagen wir mal für 10 Euro. Aber davon war nur ein oder zwei Filme gut. Aber ich habe sie mir damals alle ins Regal gestellt. Und mache ich heutzutage nicht mehr. Ja, die habe ich alle auch schon aussortiert. Mache ich nicht mehr, sehe ich nicht mehr ein. Auch wenn ich jetzt sagen kann, ich habe viel Platz, wird das trotzdem langsam immer weniger an Platz. Und da muss man doch schon gucken, was stellt man sich in die Sammlung. Und nee, es ist einfach nicht mehr. Nee, nee. Hört auf damit, euch alles in die Sammlung zu stellen. Und es gibt ja auch Filme, die findet jeder super. Aber vielleicht du findest den gar nicht gut. Hast ihn aber in der Sammlung, weil jeder den gut findet. Nee, wenn du den nicht gut findest, raus. Wenn du dir den eh nie wieder anguckst, raus damit. Ja, ganz einfach. Matthias,
Danke für deinen Kommentar. Der Michael Speyer. Gute Michael, wie geht's dir? Er schreibt 12 Minuten 10 gleich Scheiße. Ja? Und zwar ist das der Film mit Demi Moore. Das soll gar nicht gut sein. Ich glaube, das war der mit Demi Moore. Ich habe ihn immer noch vorbestellt. Angeblich im Juli 2025 soll der auf Blu-ray erscheinen. Mal gucken, gell? Und er schreibt, ich habe dir sogar zwei Haufen in die Kommentare gehauen, mein Bester. Also soll der richtiger Scheiß sein. Ich weiß es nicht. Der ist schon mal vorbestellt und mal gucken, ob er bis dahin auch noch vorbestellt bleibt. Und ich habe dich getaggt. Hau rein und schönen Sonntag. Ja, vielen lieben Dank. Tag kommt oder ist schon gekommen. Ich hoffe, dass ich den letzten Freitag, also Freitag, schon rausgehauen habe. Gell? Mal gucken. Und danke fürs Taggen. Als nächstes die Filmmutti. Ah ja, gute Mona. Na, wie geht's? Gute Mosche, Timo. Thema Mülleimer. Nimm eine leere 5-Liter-Dose Bier. Öffne die Dose mit einem Dosenöffner, einer, der keine scharfen Kanten hat. Schon hast du einen Eimer mit Deckel. Jo, dankeschön für die Info. Ich denke mir nur immer, 5-Liter-Dose. Das ist ja ein Fässchen hier. Gell? Ein Klarfässchen hier. Ich kann da dann nicht mit einem Dosenöffner ran. Ich glaube, dass, wenn du das sagst und schon mal gemacht hast, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass das da so tief und so ist, dass das gar nicht funktioniert. Ja, ich habe selten irgendwie ein Fässchen hier. Vielleicht hole ich mir mal eins, um das mal auszuprobieren. Da müssen wir mal überlegen, gell? Auf den Deckel kann man eine Holzkugel oder irgendwas, was griffig ist, aufkleben. Schon hast du einen passenden Mülleimer. Jo, also auf jeden Fall danke für die Info. Mal gucken, gell? Ob das so funktioniert. Ja, mal gucken, vielleicht hole ich mir so 5 Liter Döschen, gell? Zu Black Phone, Kai hat recht, er ist schauenswert. Mir hat er sehr gut gefallen, war auch spannend. Liebe Grüße, Mona. Ja, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, ich werde mich mal drum kümmern, dass ich mir den irgendwie mal besorge. Ich habe jetzt, ich muss mal gucken. Ich habe noch ein paar Filmchen, die ich gern haben würde. Da gucke ich erst mal, ob ich die mal günstig kriege. Ja, mal gucken, was Black Phone so kostet. Und dann werde ich da mal gucken, gell? Jo, danke für deinen Kommentar. Als nächstes, ich schaue Filme 76, ja. Der gute Jens. Ei, gute. Gute, Timo. Vom Remake von The Crow werde ich definitiv die Finger lassen. Für mich gibt es nur das Original mit Brandon Lee. Der Schauspieler vom Remake passt schon mal gar nicht in diese Rolle. Es gibt halt nun mal Filme, die braucht die Welt nicht. Gebe ich dir recht. Ja? Und wir sind zu alt. Das The Crow Remake ist definitiv nicht für uns. Hat das seine Daseinsberechtigung? Meiner Meinung nach ganz bestimmt nicht. ich kann mir aber vorstellen, dass viele junge Mädels ja da total drauf abfahren und eventuell auch Jungs. Gerade in
die heutzutage ja nicht 18 sind, aber 14, 15, 16, ich denke, die werden da total drauf abfahren auf den Film. Die sind einfach anderes, die haben einfach andere Sehgewohnheiten wie wir. Für die wird das was sein. Aber ich muss da auch sagen, nee, wenn ich ihn irgendwie mal geschenkt bekomme, ja, dann gucke ich ihn auch an, aber nee. Aber wie schon letzte Woche, glaube ich, gesagt habe, der zweite Teil hat mir auch noch gut gefallen. Aber ja, sind wir mal ehrlich, wenn wir The Crow gucken wollen, dann gucken wir uns den ersten Teil an und das war's dann eigentlich auch. Mehr brauchst du eigentlich auch gar nicht. Der beste Halloween-Film ist für mich der dritte Teil. So wie die Filmreihe geplant, so hätten die damit weitermachen sollen. Ich hätte keinen Michael Myers Charakter gebraucht. Für mich ist das der langweiligste Charakter von all den ganzen Horror-Franchises. Und auch hier gebe ich dir recht. Ich kann auch mit Michael Myers absolut gar nichts anfangen. Ich habe sie mir alle gekauft, damit ich sie mal alle sehen kann. Und ja, auch da wird es ein Ranking geben. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Denn da müsste ich mir noch mal alle Halloween-Filme anschauen. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ja. Obwohl ich es machen müsste, damit ich es hinter mir habe, gell? Ja, der dritte Teil. Ich bin mit dem dritten Teil nicht warm geworden. Ich wusste ja, was passiert. Ja, also, dass da Michael Myers da überhaupt nicht dabei ist. Und er hat mir trotzdem gefehlt, weil für einen Halloween-Teil, ja, es ist ja offiziell, glaube ich, Season of a Witch oder sowas. Also es ist ja offiziell gar kein richtiger Halloween-Teil. Es war echt nichts für mich, der dritte. Ja, auch als ich da rangegangen bin mit, okay, als eigenständiger Film. Es war irgendwie nicht meins, aber allgemein die Halloween, obwohl er hat was gehabt, aber irgendwie auch wieder nichts für mich, ja. Aber ich kann das verstehen, weil einige sagen, der dritte Teil ist richtig gut und ich kann das schon verstehen, ja. Aber für mich persönlich nichts, aber doch besser als einige Halloween-Filme, ja. Aber Michael Myers, ich wurde mit dem noch nie warm, ja. Komischerweise schaue ich mir das Original immer wieder an. Ich habe den eine Zeit lang jedes Jahr geguckt und jedes Mal, boah, ist der langweilig. Aber habe mir immer wieder angeguckt. Ich weiß auch nicht warum, ja. Nee, ich kann mit Michael Myers auch nicht. Das ist so auch für mich mit der langweiligste Charakter, den es so gibt. Von Alien brauche ich persönlich keine weiteren Filme und schon keine Serie. Hab mir noch nicht mal Romulus angeschaut und habe es auch nicht vor. Wenn ich die Darsteller in dem Trailer sehe, gehen die mir ja schon total auf den Sack. Total unsympathisch. Das sind Charaktere, bei denen es einem völlig egal ist, wenn die im Film sterben. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Viele Grüße, Jens. Das wünsche ich euch auch da draußen. Mona und Jens, aber auch die anderen. Hier bin ich nicht bei dir. Ich freue mich auf jeden weiteren Alien-Film. Aber natürlich alles Geschmackssache, gell?
Und ich kann es natürlich auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich will davon nichts mehr sehen. Wir haben die ersten Teile, die reichen völlig, wie ich es zum Beispiel auch bei The Crow gesagt habe, gell? Mir reicht der erste. Und wenn da jemand sagt, bei den Alien-Filmen, mir reichen die ersten, dann, ja, ist völlig in Ordnung, gell? Ich sehe aber trotzdem gerne, ich liebe dieses Franchise und ich will da am liebsten noch viel mehr sehen, ja? Die Charaktere total unsympathisch. Nee, würde ich so nicht sagen, aber du sagst, es ist völlig egal, wenn die draufgehen. Ja, das ist es. Du hast keine Bindung zu denen. Ist so. Du hast einfach null Bindung zu den Charakteren. Also wenn die draufgehen, weg ist er. Ja, das ist auch ein großer Nachteil. Ja, schade eigentlich. Ja, weil die alten Alien-Filme, die haben das super geschafft, von irgendwelchen Charakteren, die du gerade erst kennengelernt hast, die dann sterben, wo du denkst, was? Oh nein, nicht der, ja? Wo du völlig mitgenommen bist, weil der eine da stirbt. Und das haben die Dame, haben sie nicht geschafft bei Romulus. Ist einfach so, ja? Gebe ich dir völlig recht. Jetzt möchte ich aber wieder was, das habe ich schon mal erzählt. Und das möchte ich jetzt nochmal erzählen. Und zwar, ich schaue Filme 76. Jens, ich denke, du bist 76 geboren. Ich 83, ja. Und ich kann noch was mit den neueren Filmen anfangen, mehr oder weniger. Du nicht mehr. Ist auch völlig in Ordnung, gell? Kann ich auch nachvollziehen, weil die machen nur noch Scheiße. Aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten. Und mit einem älteren Herren, ja, der Name nicht genannt werden möchte. Ist auch völlig okay. Und mit dem habe ich mich über Filme unterhalten. Und der ist regelmäßig in den 60ern und 70ern in die Kinos marschiert und hat sich Filme angeschaut. Und er hat gesagt, er schaut, er ist kein Sammler, er mag Filme, aber ab den 80ern, das müsst ihr euch mal jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, denn wir lieben die 80er, was da für Filme rausgekommen sind. Und er sagt, die 80er und alles, was nach den 80er kam, war der pure Horror, war totaler Scheißdreck. Der scheißt auf die Filme der 80er, weil die sind dann einen Weg eingeschlagen, die er nicht mehr mochte, ja. Die Charaktere der Filme, also wir reden jetzt nicht von Horror per se, ja, sondern von allgemeinen Filmen. Die Charaktere haben sich total verändert. Der Filmstil hat sich total verändert. Dass die 80er waren ein Umbruch, ja, und genau wie heute, ja, so wie heute das Kino sich um 180 Grad dreht, ja, hat es damals auch die 80er gemacht. Und er hat gesagt, er kann sich keine Filme aus den 80ern angucken. Das ist so ekelerregend. Das ist so, es ist der pure Horror. Es ist Schrott, was die damals gemacht haben. Und er schaut nur Filme 70er Jahre abwärts. Ja, da wurden noch Filme produziert. Alles, was über das 70er, ab 80er, ist nur noch totaler Rotz. Ja. Und er hat tatsächlich, hat er auch gesagt, das Ganze mit dem Wokeness, ja, was heutzutage ja, oh, es ist alles woke in den Filmen, das fing in den 80er Jahren an, ja. Und das hat er damals schon gemerkt in den 80ern. Was wir heute erst merken, hat er in den 80ern schon bemängelt, ja. Und da
da hat sich nämlich mein Bild so ein bisschen verändert. Wo wir heute rummeckern, so haben andere damals schon rumgemeckert. Ja? Deshalb sollte man da doch meiner Meinung nach vielleicht doch ein bisschen anders da an die heutigen Filme rangehen, denn jedes Jahrzehnt hat so seinen Umbruch, sein vom Stilmittel her, vom ganzen Stil der Filme. Jedes Jahrzehnt ist doch ein Ticken anders da. Und wenn man eben damals groß geworden ist, dass man dann irgendwann sagt, ab dem gewissen Zeitpunkt, das ist nichts mehr für mich. Und ihr seht ja, ich gehe häufig noch ins Kino und ich gucke auch viele neue Filme, weil es mich einfach interessiert, ob das gut ist. Ja, ja, es gibt viele Filme, die heutzutage ins Kino kommen, die gut sind. Im Vergleich zu damals sind die natürlich Schrott. Ja, aber wenn ich mich da hinsetzen kann, meine Tüte Popcorn wegnuscheln kann und einfach mal für 2 Stunden abschalten kann, ist das super. Okay? Ja, es wird wirklich viel Scheiße produziert. Ja, ihr habt recht. Ja, es gibt wirklich viele Filme, wo auch ich sage, es ist nicht möglich. Was haben die denn da für einen Scheiß fabriziert? Nichtsdestotrotz, ich gebe allen Filmen irgendwie doch eine Chance. Ich versuch's wenigstens, ja. Ich habe auch noch nicht den neuesten Indiana Jones gesehen. Habe ich null Bock drauf, ja. Ja, es gibt so Filme, da hat man einfach keinen Bock drauf, ja. Und dann ist es eben so. Aber wenn man denkt so, ey, doch, das könnte was werden, gucke ich mir das an. Aber jetzt hier, Jens, ich verstehe dich voll und ganz, wenn du sagst, Timo, ich schaue mir sowas nicht mehr an. Die alten Filme waren super, bin ich voll bei dir, ja. Und wenn du sagst, ich guck mir den neuen Scheiß nicht mehr an, finde ich auch vollkommen okay. Denn Tanz der Teufel. Ich liebe Tanz der Teufel. Auch Evil Dead, das von 2000 irgendwas. Evil Dead Rise hat mir gar nicht gefallen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf den nächsten Teil und werde mir den nächsten Teil auch anschauen und ich hoffe, dass der wieder besser ist. Aber wenn der nächste Evil Dead scheiße wird, dann werde ich da auch nicht mehr ins Kino rennen. Ja? Das kann ich mir dann auch nicht mehr antun. Das ist, eigentlich ist das ein komplettes Thema für einen Livestream. dass man da wirklich mal in einem Livestream diskutiert, welche Filme von heute gut sind und welche schlecht und so weiter und so fort. Und was war früher schlecht und was ist heute gut und das wäre eigentlich was für einen Livestream. Das behalten wir mal im Hinterhand. Oh, du kriegst natürlich auch ein Däumchen und ein Herzchen. Und danke für dein Kommentar. Uah! So, als nächstes. Ui, habe ich die schon mal gelesen? Ich glaube nicht. Nee, steht ja da. Kim Adewe. Adewe? Alle weh? Entschuldigung. Lieber Timo. Lieber. Kim ist nur so neutral, da weiß man nicht, wer.
Ich schreibe jetzt mal meinen ersten YouTube-Kommentar. Vielen lieben Dank und das fühle ich mich geehrt, dass du das auf meinem Kanal machst und darauf sollten wir doch einen trinken, oder? So, was trinken wir denn? Ein Waldgeist, Eckes Edelkirsch, Jägermeister oder ein Pfeffi? Ich würde sagen, wir trinken noch ein Pfeffi. Was heißt noch, gell? Ja, mit Mike habe ich schon angetrunken. Ja. Gläsi ist da. Obwohl, das erste Kommentar muss es was Edles sein. Mit Kräuter, mit 56 Kräuter. Ah, komm. Prost, ja, auf deinen ersten Kommentar oder auf deinen ersten Kommentar. Genau, ja. Lecker. Ich schaue euch fucking Freaks noch nicht so lange. Ist ja nicht schlimm. Filme und Serien sammle ich schon seit meiner Kindheit, angefangen mit VHS. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Sammeln liegt in der Familie. Liebe auch Bücher. Von denen habe ich noch mehr. Uff. Ja, wir haben auch einen Haufen Bücher. Ich habe auch einen Haufen Bücher gelesen. Aber Bücher ist nicht mehr so meins. Das war mal eine Zeit lang. Aber das ist nicht mehr. Nee. Da muss man so viel lesen und ohne Bilder. Ja. Schön, wenn dir das aber gefällt. Ich stolper jetzt schon länger in den Independent-Bereich hinein. Oh, da hört man ja immer viel von Marian Dora. Nach meinem ersten Film von ihm dachte ich mir, was ist los mit ihm? Das denke ich heute noch. Ich habe alle Langfilme von Marian Dora gesehen und alle Kurzfilme, die ich so habe. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht alle Langfilme von Dora gesehen. Und zwar fehlt mir noch Blue Snuff, der erste. Und aber der ist tatsächlich auf dem Weg zu mir. Den habe ich, den gibt es nämlich nur auf der Melancholie der Engel, DVD von Raptor, so viel ich weiß. Und die ist auf dem Weg zu mir. Die habe ich bei Filmundo erstanden. Und dann habe ich alle Langfilme von Marian Dora gesehen. Und auf jeder DVD, Blu-ray sind ja auch ein Haufen Kurzfilme drauf von ihm, die ich alle gesehen habe. Aber ob ich jetzt alles gesehen habe, das weiß ich nicht. Profan Exhibit, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, aber also ich habe schon viel von Marian Dora gesehen und denke heute immer noch, was ist nur los mit dem? Ja, was ich empfehlen kann bei Uncut TV, ja, Uncut TV beim lieben Florian, der hat einen YouTube-Kanal und dort ist ein Interview mit Marian Dora. Sehr informativ. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und allgemein Uncut TV, da gibt es sehr, sehr viele Interviews mit Independent-Regisseure, Darsteller. Hat da sehr viele Interviews drin. Alle sehr, sehr informativ. Und die machen Spaß. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Grüße gehen raus an Flo. Phil, du kriegst auch einen Gruß. genau. Nun habe ich alle Filme von ihm gesehen. Kurzfilme fehlen mir noch ein paar. Genau, und da wollte ich nämlich auch mal ich gebe das hier noch mal ein. Ich sag euch jetzt alles Marian Dora, was der so nämlich gemacht hat. Als Regisseur
Blue Snuff, Depris Documenta, Cannibal, Melancholie der Engel, Reise nach Agathis, The Profane Exhibit, Karzinoma, Das Verlangen der Maria D., Pestok der Menschlichkeit und Thomas und Marco. Das sind die Langfilme. Und Kurzfilme. Agonie, der Puppenschänder, Proud Of, in einem Morgen im Frühling, Blue Snuff. Ah, hier ist Blue Snuff als und hier als Kurzfilm, da als voll und da, okay. Silenzio de Morti, Opus Hominis 1 und 2, Sub Cimitero, Christian B., Es geschah in Gotha, Science, Sub Cimitero 2, Sommerliebelei, Erotic Fulfillment, Erotic Fantasy, Cano Fay, Fage, Vita Manima, Die Toten von San Angelo, Journey into Perversion, Provocation, Cadavericon, Caribbean Sunrise, Der Puppenschänder 2, The Devil's Torturer, Polydipsia, Chase Waltz, Sad Impression 012, Hommage an Peter Martel, Morbid Montage, In Memoriam, Carl Anderson, Reflexionen über das Wesentliche und eine Produktion fand nicht statt. Das sind die Filme und Kurzfilme von Marian Dora. Und ihr seht, es ist ein Haufen Zeug und selbst ich kann nicht rauchen, habe nicht alles gesehen. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal bei Wikipedia vorbeischauen, gell? Und da steht alles drin. Und ich werde mir demnächst mal eine Liste machen, tatsächlich. Und werde mir mal abhaken, was ich alles so von Marian Dora habe. Bin ich ein Marian Dora-Fan? Ich bin da so hin und her gerissen. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Manches geht zu weit, manches auch nicht. Es ist aber immer toll gefilmt. Es ist immer ein schönes Bild. Es ist immer schön zu gucken, auch wenn es ekelerregend und abartig teilweise ist. Ist trotzdem Marian Dora. Der hat einen Stil drauf, den hat sonst keiner auf der ganzen Welt. Am ehesten hat er den Stil von Nicolas Roeg, ja, der hat gemacht, wenn die Gondeln Trauer tragen. Und zwar habe ich, wenn die Gondeln Trauer tragen, tatsächlich erst geguckt, nachdem ich ein paar Dora-Filme geguckt habe. Und irgendwie war der ganze Stil von dem Film, irgendwie hat der immer was Dora-mäßiges gehabt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, Dora hat einen Stil drauf, den hat keiner. Natürlich, man kann sich hier Tears nach hier und da und so kann man sich drüber aufregen oder sagen, das gefällt mir nicht. Ja, Tears nach ist nicht in Ordnung. Allgemein Snuff, ja. Reale Tötungen für einen Film sind nicht in Ordnung. Da kommen wir aber irgendwann mal zu einem ganz anderen Thema, das ich auch geplant habe und in meinem Kopf habe, und zwar zum Cannibal Holocaust, zu dem ich nämlich zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen bin, als ich überhaupt war. Aber da kommen wir in Zukunft mal drüber, gell? Ja, aber Dora, ja, was ist mit dem los? nun habe ich alle, ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Finde sie schön und schrecklich zugleich. Genau, und das ist es, was Dora möchte.
meiner Meinung nach, es ist immer schrecklich, schockierend, brutal. Aber trotzdem sind da Bilder drin und das gleichzeitig mit dieser Musik vermischt, dass es einfach schön ist, heimatlich. Und man sitzt da und denkt sich, oh, das ist herrlich, ja? Aber gleichzeitig auch, boah, ist das, na, muss das sein? Hör mir doch auf damit, gell? Ich verstehe deinen kompletten Gedankengang. Man will, man muss sich Dora angucken, aber man denkt sich immer, hat er sie noch alle, ja? Nee, hat er nicht, sonst könnte er sowas nicht drehen, ja? Und das im Positiven und Negativen. Schrecklich zugleich. Schön wegen der Musik und den Landschaftsaufnahmen, genau. Welche meiner Meinung nach perfekt harmonieren. Genau, das meinte ich, ja. Und schrecklich wegen der Ekel-Szenen, vor allem die gezeigten Ausscheidungen. Wie stehst du zu seinen Filmen? Welche hast du eigentlich alle gesehen? Mein, habe ich eigentlich eben alles erwähnt, gell? Mein Favorit war das Verlangen der Maria D. und tatsächlich Thomas und Marco aufgrund der ganzen Behind-the-Scenes-Info. Depris-Dokumentar fand ich am schlechtesten. Da habe ich bis auf Ekel nichts mitgenommen. Deine Meinung würde mich interessieren oder vielleicht mal ein Review zu dem ein oder anderen Film, welchen du noch nicht besprochen hast. Würde mich freuen. Liebe Grüße, Kim. PS, Marian Doro würde es interessieren, wie groß dein Haufen war. Also. Muss dreimal abdrücken und reinstopfen, bis der Haufen weg war. Also, es ist schon ein Riesenhaufen, gell? Ich bin ja auch ein großer, kräftiger Kerl. Da kommt einiges hin raus, also für den, den es interessiert. Also. Was hast du eigentlich gesehen? Wie stehst du zu den Filmen? Habe ich alles eben erklärt. Mein Favorit. Das Verlangen der Maria D. Super Film. Muss ich tatsächlich auch noch mal gucken. Aber fand ich richtig gut. Cannibal würde bei mir ganz oben stehen. Das ist auch so der zugänglichste, möchte ich mal sagen. Doch, würde ich mal so sagen. Ja, Cannibal, Reise nach Agathis, das sind so die zugänglichsten. Ja, und du sagst Thomas und Marco. Und ich habe vor ein paar Tagen Anfang der Woche habe ich mir ja das Mediabook zu Die Reise nach Agathis gekauft, mit dem Hintergrund, weil das Cover geil war und weil Thomas und Marco mit in dem Mediabook war. Und ich habe mir tatsächlich Anfang der Woche Thomas und Marco angeschaut und muss sagen, der ist richtig gut. Der ist richtig, ja, es sind halt eben zwei dicke Männer, die sich da gegenseitig befummeln und sonst was. Das ist für mich schon auch Ekel. Ja, ja, ich bin auch fett. Ja? Ich habe auch eine Riesenwampe. Und ja, ich finde mich schon geil. Gell? Aber ich muss das nicht im Fernsehen sehen, wie sich da so zwei da im Bauchnabel rumpulen und sich da irgendwie geil machen und Gott weiß was. Ich muss es nicht sehen. Ich finde, das ist auch schon mit meine Grenze. Ja. Nichtsdestotrotz ist Thomas und Marco richtig, richtig guter Film. Vor allem, wenn man Thomas und Marco
kennt, gekannt hat. Ja, also Marco, Ruhe in Frieden. Ja, ich hoffe, du hast jetzt den Frieden. Und ich habe ein bisschen mit Marco habe ich an für sich nie wirklich eine Verbindung gehabt. In dem Sinne auch, dass ich habe ihn mal auf dem Weekend of Hell gesehen, ja, habe ihn aber tatsächlich nicht angesprochen gehabt. Das bereue ich so ein bisschen. Ich hätte doch gern mal ein bisschen mit ihm geschwätzt. Der war da als Besucher da. Ich glaube, letztes Jahr, kann es sein, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht genau. Bereue ich ein bisschen, ja, dass ich ihn nicht mal angesprochen habe. Mit Thomas habe ich ein bisschen geschrieben, ja. Ist auch ein super netter Kerl, ja. Was ich so, wie ich mit ihm geschrieben habe, kann nichts Negatives über ihn sagen. Ja, und ja, wenn man so ein bisschen was mit denen auch an Filmischen gesehen hat und auch ein bisschen Hintergrundwissen zu Thomas und Marco hat, sei es auf Facebook, wenn man seine Posts von Thomas ein bisschen liest und sowas, allgemein so ein bisschen Hintergrundinformationen hat, ist der richtig interessant. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich ein richtig guter Film. Und kann ich nur verstehen, gell, dass der dir so gut gefällt. Was so der schlechteste war, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, ich habe geplant, ja, ich weiß gar nicht, was ich alles schon besprochen habe von Marian Dora, aber ich habe ja am Anfang vom Video schon erzählt gehabt, dass ich ein paar Faxe Mainstream-Videos löschen wollte. Und ich werde eine extra Playlist machen in Zukunft, wo ich alle Marian Dora-Filme bespreche. Also eine Review mache, Inhalt, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen und so weiter und so fort. Das wird in Zukunft kommen in einer extra Playlist und alle Filme, die ich schon besprochen hatte, die wird es erneut geben. Also wird es eine zweite Review geben und eine zweite Meinung, die so nach Jahren, wenn ich den Film nochmal gesehen habe und vielleicht schon zwei oder dreimal in der Zeit gesehen habe, einfach noch einmal bespreche. Und vielleicht ist ja dann das meine Meinung ein bisschen anders da als vorher. Da wird in Zukunft ein bisschen was kommen, habe ich geplant, aber ich habe so viel geplant. Mal gucken, wann ich das hinbekomme. Es wird eine Playlist geben, extra für Olaf Ittenbach. Das kommt auch noch auf jeden Fall. Das zweite Mal, man nimmt mehr auf. Ittenbach, genau. Und es wird auch ein Ranking geben. Ich werde ein Ranking zu den Dora-Sachen machen. Ich werde ein Ranking zu den Ittenbach-Sachen machen. Und da werden wir mal sehen. Aber es wird auf jeden Fall zu Dora auf meinem Kanal noch ein bisschen was kommen, gell? So, Kim, danke für deinen Kommentar. Hab ich dir schon? Na. Entschuldigung. Däumchen und Herzchen. Danke, danke, danke. Und würde mich freuen, wenn du in Zukunft weiter kommentierst. Als nächstes, Shailana Aikude. Na, moin. Du hast da ein Scheißhäufchen hingesetzt. Du solltest doch hier nicht einfach hier in meinen Kommentarfilm reinkoten, gell?
hau mal raus, welche Filme für dich am schlimmsten zu schauen oder zu ertragen waren. Also, Nummer 1, E.T. der Außerirdische. Für alle, die meinen Kanal hier schon länger verfolgen, ich habe ein Trauma von E.T. Ist einfach so in der Kindheit gesehen. Öfters, ist, ich glaube, jedes Weihnachten oder jedes Silvester, ich glaube, jedes Weihnachten lief das. Und meine Eltern haben das immer laufen lassen. Ich mich immer unter den Tisch versteckt und habe das immer gesehen und habe da bis zum... bis ich 16, 17, 18, 19, 20, ich weiß nicht wie lang, habe ich fast jede Nacht Albträume gehabt, in dem es um E.T. ging. Also richtig übel, gell? Ja, ansonsten habe ich auch nicht in der Sammlung, will ich auch nie wieder sehen. Ja, ich habe mal die Fassung, die verlängerte Fassung gesehen, aber jo, ansonsten schlimm. Ja, A Serbian Film. Der war auch richtig übel. Kinder und alles drum und dran. Sexuelle Inhalte dabei. Das war schon übel. Eden Lake. Mit den Jugendlichen. Da, wo man einfach nur drauf kloppen will. Ja. So wie die sich benehmen. Auch sehr hart. Hat mich sehr mitgenommen. Richtig harter Film. Ja, so möchte ich das jetzt erstmal belassen. Also, weil schlimmsten Filme zu schauen oder zu ertragen, ja. Mich kann nicht wirklich viel mitnehmen, aber ja. E.T., so ein Trauma. Eden Lake mit den Kiddies da, weil das kann einem hier heutzutage überall passieren. Das ist ja was Reales eigentlich. Und der Serbe, sexuelle Vergewaltigung mit Neugeborenen und Kindern, das ist schon harter Tobak, gell? Also das lässt mich auch nicht kalt. Ansonsten würde ich jetzt erstmal, wir belassen das dabei. Außerdem sagt Alex, dass Black Phone gut ist. Ja, wenn der Alex das sagt, ja, guck mal, der Kaiser sagt es, die Mona sagt es, der Alex sagt es, ja, dann muss ich da einlenken und muss mir den mal holen. Ja, wird gemacht. Knock at the Cabin oder so meinst du bestimmt von Shyamalan. Ja, genau, Knock at the Cabin. Ja, von The Crow habe ich auch nur das Original vor gefühlt Ewigkeiten gesehen. Und bin mir noch unschlüssig, den zu schauen. Grüße von Alex und von mir. Grüße zu euch. Dann schau dir das Original nochmal an. Ja? Hauen Alex mal hier rechts und links aufs Bäcksche. Gell? Obo oder ohne irgendeine Bäcksche. Gell? Such dir mal Bäcksche aus. Kloppen mal da drauf. Und wenn er schreit, ey, was fällt dir denn ein? Sagst du, das ist vom Timo, ja? Mit Schmackes aber. Und sag, wir müssen The Crow gucken. Und ich bin mir sicher, dass ihr The Crow in der Sammlung habt. Und wenn nicht, dann kannst du nochmal zwei rechts und links von mir draufgeben, dass er gekauft wird. Aber doch, ihr habt den, ey. Wenn der Alex The Crow nicht hat, dann
dann weiß ich auch nicht, gell? Dann läuft irgendwas bei dem schief, ja, aber das glaube ich nicht. Und guck dir nochmal das Original an und dann sagst du, top. Bestimmt. Oh, und jetzt sind wir schon beim letzten Kommentar. Also danke für deinen Kommentar. Habe ich dir schon eine Herze? Ah, du kriegst immer Herze von mir. Als nächstes und als letztes Kommentar Claudia de Kock. De Kock? De Kock? Hört sich irgendwie schweinisch an. Hallo, Timo, alter Hesse. Ei, Gude. Du sagst, du brauchst Kommentare. Ja, immer gerne. Da du Gruselfilme magst, wollte ich dich fragen, ob du die Autopsie von Jane Doe von 2016 kennst. Ich fand ihn ganz gut. Wenn du ihn kennen solltest, würde mich mal deine Meinung zum Film interessieren. Liebe Grüße aus Berlin, Claudia. Ah, die Claudia aus Berlin. Grüße gehen nach Berlin. Ich war einmal in Berlin am Alex. Nee, am Wannsee. Da haben wir eine schöne Bootstour gemacht. Wo dieser komische... die komische Insel ist, wo die ganzen Vögel da rumkacken, gell? fand ich cool. Und dann sind wir von dieser Wannsee-Tour, sind wir dann nochmal in die Innenstadt und da war nochmal eine Bustour durch Berlin. Ja, nichts Weltbewegendes meiner Meinung nach. Da waren wir aber am Alex noch ein bisschen, haben auf die Tour gewartet. Ja, Berlin ist so ein bisschen so. Ihr habt es auch nicht mehr alle in Berlin, oder? Also hier Südhessen, da laufe die Uhren noch ein bisschen anders, aber das ist in ganz Deutschland so. Wenn ich dann nochmal nach Bayern runde gucke oder in den Osten, da laufe die Uhren auch anders. Aber ihr in Berlin, ihr habt es alle nicht mehr an der Klatsch, gell? Nicht böse gemeint. Ja, die Autopsie von Jane Doe habe ich natürlich gesehen. Ist ja auch eine recht hübsche Leiche. Gell? So ein bisschen Nekrophilie geht immer, gell? Und meine Meinung dazu hat mir super gefallen und fällt mir ein, den könnte ich mal wieder anschauen. Ja? Also vom Gruselfaktor und alles... war alles dabei, was mir gefallen hat. Also ich kann hier keine große Review jetzt machen. Denn haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Okay? Aber auf jeden Fall hat mir super gefallen. Und da gab es noch wie hieß denn der eine Film? Ich habe da auch mal einen Film. Oh. Da gab es auch noch so einen Film in so einer in so einem Leichenschauhaus. Oder auch so ein Geist oder Dämon darunter kam und sowas, den fand ich auch ganz gut. Ja, aber auf jeden Fall fand ich richtig gut und kann man sich angucken, gell? Wupp. Was hier passiert jetzt? Überspringen. Bescheiße gebaut. Auf jeden Fall, Claudia, danke für deinen Kommentar, gell? Und mich würde es freuen, dich wiederzulesen. So. Huhu. So, ach du Mist. Egal, das geht schon. So, mal ein kleiner Nachtrag. Ja, wir haben Mittwochabend, ja. Also das ganze Video war schon vom Mittwoch. Und ja, der Abend, es regnet, es ist dunkel.
Und der Timo wollte jetzt eigentlich einfach mal eine rauchen gehen. Und da ist noch ein Kommentar gekommen. Ja. So. Und wir wollen doch hier jetzt nicht einfach so. Hey, bleib hier. Einfach so hier Kommentare. Nee, dann gehen wir alles durch, gell? So, Herzchen, Däumchen und zwar der Oliver Freitag. Ey, gute Oliver. Ja, du hast noch im letzten Augenblick einen Kommentar rausgehauen. Obwohl, wenn jetzt noch was kommt, drehe ich noch ein Teil, gell? Du schreibst, hey Timo, liebe Grüße, tust du mir jetzt schon ein wenig leid wegen der wenigen Kommentare. Ja, alles gut, gell? Ja, es ist, was die Kommentare so angeht, in so Standardvideos, ja, also Reviews oder Gott weiß, was ich halt so alles so treibe, gell, hier, da komme ich auch nicht immer dazu, zu kommentieren. Teilweise erschreckt mich das dann schon, wenn da steht, Kommentar vor 14 Tagen oder so. Ich beantworte alles, aber ja, man ist dann teilweise, hat man keine Zeit, zu faul oder Gott weiß was. Und ja, da erschreckt man sich dann doch schon, wie lang der Kommentar dann schon steht. Und da fühlt man sich auch schon ein bisschen schlecht, gell? Oh, Entschuldigung. Aber hier bei Timo Babbel, das wird ja jedes Wochenende hier so durchgenommen, gell? Und da finde ich das auch schon ein bisschen schade, gell? Aber manchmal hat man nichts zu schwätzen oder nichts zu kommentieren und dann ist das eben so, gell? Aber danke, 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 dass du hier einen Kommentar drunter haust. Deswegen jetzt von mir einer, genau. Ranking-Videos finde ich eine coole Idee. Werde versuchen, mal öfter zu kommentieren, habe aber zu den heutigen Filmen leider nichts zu sagen. Black Phone zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Jo. Aber wenn so viele sagen, der wäre gut, sollte man sich den mal zulegen, oder? Ja, und Ranking-Videos, ja, ich persönlich mag auch Ranking-Videos, weil man eben gerade von anderen Leuten dann auch mal erfährt oder man hat ja immer so ein eigenes Ranking irgendwie, ja. Man sagt, oh, das ist der Beste, das ist der Schlechteste. Wie es so zwischendrin aussieht, ist immer so eine andere Sache. Aber man hat doch so schon in einem Franchise, hey, das ist mein Lieblingsfilm von den ganzen. Gell? Das hat man doch schon immer irgendwie im Kopf. Und ach, das war total Gurke, gell? Und da mal von anderen zu hören, sehen die das genauso oder bin ich der Einzige, der so denkt? Und ich muss euch sagen, da werdet dann noch auf einiges wird da auf euch zukommen bei meinen Rankings. Aber das habe ich euch ja schon öfter gesagt, ja. Da weiß ich nämlich eure Lieblingsfilme in diesem Franchise werden bei mir nicht so gut abschneiden. Das weiß ich jetzt schon. Gell? Aber einfach, das ist ja natürlich, ja, es ist ja immer eine persönliche Sache. Ja, das heißt ja nicht, dass der Film so schlecht ist. Ja, jeder hat halt eben andere Vorlieben sozusagen. Beispiel, ich mag die Sharknado-Filme. Die mag ich. Ja, und viele mögen die nicht. Ja, weil die einfach schlecht sind. Und ja, die sind schlecht, aber ich kann auch nichts dafür, wenn ich die mag, oder? Und so ist es bei anderen Filmen eben auch so. So. Danke für deinen Kommentar, Oliver. Und ich würde sagen, jetzt werden wir aber langsam Schluss machen. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt ja noch hier irgendwie ein Kommentar reingeflattert, gell? Man weiß ja nie. Ja, so, ich rauche die jetzt noch zu Ende.
Und dann machen wir Schluss. Also, Cut. Und dann kommt meine, fragt mich nicht, irgendwas wird kommen. Also, bleibt noch mal 5 Minuten dran. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Moment, erstmal Zigarette. Ja, ich bin jetzt aufgewacht und tatsächlich ist noch ein Kommentar reingeflattert. Den nehmen wir natürlich mit rein, gell? Ach ja. Und zwar vom Helmut Steinebach. Ei, gute, ne? Und er schreibt: Hallo Timo, The Substance kann ich dir wärmstens empfehlen. Body Horror vom Allerfeinsten. Mit dem krassesten Ende, was ich seit langem gesehen habe. Das Mediabook habe ich mir schon vorbestellt. Mega geiler Film. Jo, vielen lieben Dank. Und ist ja immer Geschmackssache, gell? Der eine findet ihn gut, der andere nicht. Aber Body Horror, nee, muss nicht immer gut sein. Was zum Beispiel immer noch bei mir aussteht, ist The Possessor. Also was heißt aussteht? Den habe ich ja schon gesehen und fand den nur so lala. Den wollte ich auch mal wieder gucken. Ja, war auch eigentlich so Body-Horror-mäßig, gell? Aber ich denke, ich werde mir mal angucken und dann meine eigene Meinung bilden. Ja, aber danke für deinen Kommentar. Und ja, wir machen jetzt weiter. Mal gucken, ob noch was kommt. Wenn, dann ich schnippel das nach und nach in rein, gell? So, jetzt aber langsam mal wach werden. Zigarette rauche, Kaffee trinke. Es regnet da draußen. Es ist ekelhaft, das Wetter. Naja, was soll man machen, oder? Also. Trinken wir noch einen Schluck Wasser. Und dann war es das auch schon wieder. Ich habe jetzt nichts mehr groß zu sagen. War wieder schön, gell? Über eine Stunde. Boah, guck mal. Also das nächste Mal mehr Kommentare, damit wir ein längeres Video machen. Ja, ich peile das mal an, wenn ich weiß, das nächste Mal habe ich ein bisschen frei, dass wir hier wirklich mal hier einen Druff machen, gell? Mal gucken, gell? Und dann kündige ich das vorher an und dann machen wir hier mal eine so richtige Q&A-Runde oder sowas, wo vielleicht die Tanja auch dabei sitzt. Und Mal gucken, gell? Also, danke für eure Kommentare, danke für alles, danke dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, macht's gut. Euer Timo. So, Cut, aus, Schluss. Haben wir alles geschafft. Jawohl.
So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das Handy aus. Schluss. Scheiße. Ja. So. Das Handy an das Handy. So, lassen wir mal laden und so, fertig. Ihr könnt abschalten. Tschüss. Oh, ich alter Mann. Oh, oh. Jetzt geht's erstmal auf den Dippel. Oh. Seid ihr immer noch da? Oh, tschüss. Aus mit euch.